Hallo Herr Gauland, wir kennen uns nicht, aber ich habe Sie gestern gesehen, im Fernsehen. Und ich bin reichlich irritiert. Ich versuche mich regelmäßig sachlich mit den Argumenten und den Punkten der AfD auseinanderzusetzen und es ist immer schwierig. Und auch Sie haben mich gestern ordentlich irritiert. Und deswegen möchte ich mal mit drei Zitaten, die Sie gestern gesagt haben, beginnen und vor allen Dingen etwas dazu loswerden. Und zwar fange ich an, Sie sagten gestern, die Zuwanderung, die wir zur Zeit haben, brauchen wir nicht. Herr Gauland, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie gut 75 Jahre alt. Das ist ein stolzes und wohlverdientes Alter. Aber ich sage Ihnen eins, es gibt noch viele, die haben ein bisschen mehr vor sich. Dazu zähle ich mich mit 32. Und Sie kennen die demografische Entwicklung. Ja? Sie kennen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Sie werden in 15 Jahren, so die Gesundheit dennoch mit Ihnen mitspielt, sicherlich nicht in die Bredouille kommen, aber meiner Generation und der Nachfolgenden wird es an Leuten definitiv mangeln. Ja? Das heißt, zu sagen, man braucht sie nicht, ist Punkt 1, den ich bestreite. Kommen wir zu einem zweiten Zitat. Ich bin ja gerne bereit, den berühmten Computerspezialisten aus dem Irak oder den syrischen Arzt herzlich willkommen zu heißen. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt behaupten, oder dass Sie jetzt behaupten, damit haben Sie ein Maß gemeint, diese Menschen, die zu uns kommen, helfen uns in unserem wirtschaftlichen, oder helfen uns in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Herr Gauland, Sie tun es sehr wohl. Und noch ein Punkt ist der Fall, gerade wo Sie den Arzt ansprechen. Wissen Sie, wie das eigentlich ist, wenn Sie als Arzt nach Deutschland flüchten, aus einem Nicht-EU-Land? Sie müssen die Anerkennung beantragen, das Ganze beim Bund. Das läuft in etwa so ab. Wir haben hier einen Flüchtling und das ist jetzt Ihr syrischer Arzt, von dem Sie gestern sprachen. Der möchte jetzt als Arzt in Deutschland anerkannt werden. Warum? Damit er seine eigenen Brötchen verdienen kann, damit er die Familie ernähren kann. Weil er auch zu stolz ist, um dem Deutschen auf der Tasche zu liegen. Das Ganze muss er, wie gesagt, beim Bund machen, denn der regelt den Arztberuf. Aber die Beantragung, ja, die muss er bei einem Büro der Landesvertretung machen, beziehungsweise in dem jeweiligen Bundesland. Und da kommen wir zu einem Problem, denn diese Bundesländer handhaben das Gesetz sehr unterschiedlich. Da wird schon mal der Anerkennung widersprochen, weil derjenige noch kein Deutsch kann. Das ist aber gesetzlich falsch, aber Praxis. Das bedeutet, es gibt noch sehr viele bürokratische Stolpersteine und Hürden, die dem Ganzen im Wege stehen, dass die Menschen sogar Teil des Arbeitsmarktes werden. Und wir reden ja von denen, die sie selber willkommen heißen. Ihr drittes Zitat. Das sind nicht Arbeitskräfte, die in unseren Arbeitsmarkt integriert werden können. Das sind leider oft muslimische junge Männer. Herr Gauland, da widerspreche ich Ihnen nicht. Es sind junge muslimische Männer. Und zwar statistisch gesehen zwischen 16 und 35. Die 53,9% der Zuwanderer, die wir in den letzten Jahren hatten, vor allem gerade eben auch der Flüchtlinge, sind männlich und zwischen 16 und 35. Da fällt mir ein, Herr Gauland, Sie selber sind auch geflüchtet, weil Sie in der DDR nicht studieren durften. Und Sie selber haben im Grunde Ihre Ausbildung in einem fremden Land gemacht. Stellen Sie sich mal vor, man hätte Ihnen gesagt, Sie sind hier nicht willkommen. Sie sind zu blöd, Sie sind dumm, Sie sind ungebildet. Herr Gauland, ich glaube, Sie haben eine Karriere hingelegt, von denen ganz andere Menschen nur träumen. Sie haben Wohlstand, Sie haben tolle Berufe gehabt. Ich habe Ihre Vita angeguckt, alle Achtung. Also ganz ehrlich, und Sie sagen, dass wir die nicht brauchen können? Ja? Klar haben die selben Berufsabschluss, weil sie noch so jung sind. Wie viele der deutschen Absolventen und Menschen sind denn bitte mit 35 schon fertig? Ja? Und wer ist eigentlich gebildet? Ich glaube, das ist eher eine philosophische Frage. Und ich habe festgestellt, ich habe beispielsweise einen 18-jährigen Paten aus Marokko, dass dieser junge Mann fleißiger, motivierter und vor allem intelligenter ist als manch andere, die wir hier in Deutschland haben. Die wissen, dass das ihre einzige Chance ist. Und wer in so jungen Jahren es schafft, solch eine beschwerliche Flucht auf sich zu nehmen, der schafft noch ganz andere Dinge, die uns weiterhelfen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir diese Menschen hier haben. Und wir sollten vielleicht die, die uns bereichern, auch willkommen heißen und nicht pauschal verteufeln. Herr Gauland, Sie sind eigentlich das beste Beispiel, dass jemand, der flüchtet, um Bildung zu bekommen, eine Chance hat. Das wollte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Vielleicht sollten Sie das mal bei Ihren Auftritten bedenken, weil Sie waren richtig peinlich gestern. Schönen Tag.